Hallihallo, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt heute mal wieder eine Review und wieder mit einer Katze, wo ich bei meinem Aufgebraucht-Video festgestellt habe, ich habe dazu noch keine Review gemacht, obwohl ich mir da... ich muss mich korrigieren. Es handelt sich um Riviera Escape, erst einmal dazu. Und es gab hierzu eine Mini-Review bzw. einen angeschnuppert, weil ich hiervon einen Tarte benutzt habe, bevor ich das große Glas gekauft habe. Jetzt ist es natürlich so, dass Tarte-Gläser... zwei unterschiedliche Welten. Das Glas habe ich ja nun eine ganze Weile benutzt, hatte es, glaube ich, bis zur Hälfte verwendet und dann stand es irgendwie ein Jahr oder zwei im Schrank. Und dann habe ich jetzt den Rest verbraucht, auch so durchgehend. Und ich denke, ich kann euch da einfach eine bessere oder eine eingehendere Review geben. Ich weiß es nicht. Ich habe mir das komplette Video jetzt nicht angetan. Ich habe nur gesehen, ich habe eins zum Tarte gemacht. Und da kann man jetzt nicht so viel zu sagen, ne? Also Riviera Escape. Zuerst einmal fangen wir mit dem Label an, so wie immer. Wunderschön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich bin ja jemand, der sehr gerne reist, ne? Und ich bin jetzt kein Wald- und Wiesenreisender oder durch die Wüste oder durch den Dschungel oder asiatische Räume oder karibische Räume. Das ist nicht so mein Ding. Weil sowas wie hier, so eine kleine Stadt an einem Meer, so Dorf, Stadt, sowas interessiert mich. Das finde ich sehr schön. Und mit den Blumen davor, also das ist eine tatsächliche Landschaft, das sieht auch wirklich so aus einem bestimmten Winkel. Ich glaube, da gibt es ein oder zwei Straßen, meine ich, habe ich gelesen, wo diese Blumen wachsen. Und wenn man dann in genau dem richtigen Winkel fotografiert, kann man so ein Bild schießen. Und das ist ein sehr bekannter und beliebter Fotografierpunkt, Touristenpunkt, wie auch immer, habe ich zumindest gelesen. Sowas würde mich echt reizen und sowas weckt in mir auch so ein Stück weit die Reiselust, ne? Also, dass ich gerne einfach mal weg möchte, ne? Jetzt machen wir einfach mal weiter mit dem Duft an sich. Es handelt sich, wie auch hier auf dem kleinen Stickerchen schon gezeigt, um einen frischen Duft. Und es ist tatsächlich ein sehr frischer Duft. Er hat so ein bisschen was von Waschmittel, würde ich mal sagen. Also jetzt ist so ein ganz kleiner Hauch von dem verbrannten Docht noch mit drin, aber ich kenne ja den Duft. Und es hat auch was Blumiges. Es ist kein super süßer Blumenduft, so wie zum Beispiel, was weiß ich, Pfirsichblüte oder Vanilleblüte oder so, sondern es riecht nach Blumen, aber eher noch so ein bisschen herblich mit dabei. Und das ist eine sehr schöne Mischung. Im Kalten ist es ein Ticken stechend, finde ich. Also im Kalten finde ich es jetzt nicht ganz so super angenehm, aber im warmen Zustand kommt der Duft richtig schön raus. Also im warmen Zustand kann der Duft so richtig schön zeigen, was er kann. Da tritt dieses super frische, weichspülerische oder waschmittelpulverige so ein bisschen in den Hintergrund und die Blumenduftvarianten kommen so ein Ticken weiter nach vorne. Aber es hält sich immer noch mehr oder weniger die Balance, nur der Fokus, der switcht so ein ganz kleines bisschen. Das fand ich sehr angenehm. Es ist ein super schöner Duft fürs Badezimmer. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt, oder ich habe ihn auch nie wirklich im Schlafzimmer abgebrannt oder so. Ich habe ihn eben nicht hier im Büro, aber bevor wir zusammengezogen sind, habe ich ihn in meinem Wohnraum abgebrannt. Da war er auch sehr schön. Aber ich finde, jetzt wo ich ihn oder die Hälfte davon oder den Rest davon im Badezimmer aufgebraucht habe, muss ich sagen, hat er mir da noch am besten gefallen. Es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man wirklich ins Badezimmer kommt und dann so einen frischen, süßlichen, aber auch so ein bisschen, ja, so halt so einen frischen Duft hat, ne? Da ist er wirklich gut rausgekommen. Abgebrannt ist er an sich. Ja, okay, also jetzt nicht mega sauber, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist ein bisschen was an Wachs übrig geblieben und es sind halt auch Dochtreste reingefallen ins Wachs. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist halt so. Ich buddel jetzt nicht ständig irgendwelche Wachsreste aus dem Wachs, weil es sehr hässlich aussehen könnte. Ich denke mir, solange es den Duft nicht beeinflusst, was es meistens nicht tut, außer ihr seid wirklich ganz unten am Ende, kann man es eigentlich lassen. Also da weiß ich ja nicht, wie ihr das handhabt. Aber ein bisschen von dem Wachs kann man auf jeden Fall noch rausnehmen und in eine Duftlampe schmeißen. Das mache ich jetzt nicht. Ich bin damit jetzt fertig. Ich gehe jetzt zu den nächsten Katzen über und das war's. Das Label wird auf jeden Fall aufgehoben. Ich habe angefangen, eine Art Junk Journal zu machen und da kommen dann die Labels, wenn ich die abgebraucht habe, die Katzen, die Labels davon kommen, dann einfach reingeklatscht rum. Dann wird drumherum dekoriert und Fotos dazu gemacht, wie auch immer. Also sie finden noch einen Zweck. Und
von der Duftintensität, muss ich sagen, ist er so oberer, mittlerer Bereich. Also von 10 Punkten würde ich ihm so 7 geben, also gute 7 geben. Ist nicht der stärkste Duft, das ist aber auch sehr schön, das gefällt mir da dran, weil wenn er noch stärker wäre, wäre er wirklich aufdringlich und ich glaube, da hätte ich nicht so Lust drauf gehabt. Aber ja, ich glaube, hiervon habe ich noch ein Backup, meine ich. Müsste ich mal gucken, weil ich glaube, der ist auch aus dem Sortiment rausgegangen. Also ich habe mal im Internet geguckt, ich bin jetzt nicht mehr so auf dem neuesten Stand, was jetzt rausgegangen ist und was nicht, weil meistens sind die Listen, die kursieren ja die aus Großbritannien und das trifft ja nicht immer auf den deutschen Markt zu. Deswegen habe ich da schon vor einiger Zeit aufgehört zu gucken. Also ihr bekommt den Duft auf jeden Fall noch bei Duft und Raum, das weiß ich, da habe ich geguckt. Bei der offiziellen Yankee-Seite nicht mehr, habe ich ihn zumindest nicht gefunden, ich habe geguckt. Und bei anderen Kerzenseiten bestimmt noch, aber ja, da müssten wir mal schauen, wie lange der noch verfügbar ist. Und das war es auch eigentlich schon von meiner kurzen Review. Ich hoffe, sie ist kurz und knackig jetzt gewesen. Ich meine, bei der letzten habe ich mich sehr viel wiederholt, aber ja gut. So, das war's auch. Ich wünsche euch noch was. Ich freue mich, wenn ihr dann demnächst nochmal einschaltet und wir uns dann ja nochmal ein bisschen austauschen über alles Mögliche. Kerzen, was für Düfte und genau, ihr könnt mir ja mal hier unter das Video einfach mal kommentieren, wie ihr das handhabt mit Wachs, nicht mit Wachsresten, mit Dochtresten, ob ihr da super pingelig seid und ihr findet das eklig, wenn Dochtreste drin sind und ihr die immer rausbuddelt oder ob er sagt, naja, scheiß drauf, passiert halt, ne, weil man kann es halt nicht immer verhindern, dass Dochtreste von den Dochten halt beim Brennen runterrieseln, vor allen Dingen nicht, wenn man so ein Freak ist wie ich, der die Kerzen irgendwie so 6, 7, 8 Stunden brennen lässt, teilweise, ja. Gebt mir doch einfach mal euer Feedback dazu, das würde mich sehr interessieren und ich warte dann drauf und freue mich. Ich wünsche euch noch was, bis zum nächsten Video. Tschüss!